euch so vermissen hier. Hey. Ich weiß nicht, was du getan hast, aber du hast sie vertrieben. Was? Charlotte kommt nicht zurück. Nein! Was bedeutet das genau? Das heißt, dass wir endlich mehr Zeit gewonnen haben, eine geeignete Spenderniere zu finden. Siehst du, du wirst wieder gesund. In Deutschland warten über 10.000 Kranke auf eine neue Niere. Die Wartezeit kann bis zu 8 Jahre dauern. Heißt es, dass es noch lange dauern kann, bis Eva an die Reihe kommt? Ich hätte die Möglichkeit, die Liste einzusehen. Risikoschwangerschaften. Das wäre doch was für deinen Artikel, oder? Ja, allerdings, klar. Ich rufe ihn gleich an. Nee, jetzt das mache ich. Ich habe einfach nicht mehr viel Zeit, so schaffe ich den Artikel nie. No new message on server, was heißt denn das? Das heißt, dass ich es vergessen habe. I have a dream and I feel we have the power to believe. See what will be. Send a message from your heart, we will never be apart. Come together, friends forever. Together we are strong, and the party's going on. Come together, friends forever. And when we fight, we're sometimes right and sometimes wrong. But we all will be united, come together. Lukas, du hast vergessen, das Material zu besorgen? Es war so viel zu tun. Tut mir leid. Die haben um 18 Uhr Redaktionsschluss. Wie soll ich denn das bitte jetzt noch schaffen? Heike, ich rufe Holger sofort an. Oh Mann, ich war so froh nach unserem Gespräch. Ich dachte, du interessierst dich vielleicht ausnahmsweise mal wirklich für meine Arbeit. Ja, das tue ich ja auch. Ja, natürlich. Vielen Dank, Lukas. Ich besorge dir das Material, versprochen. Deine Versprechen kenne ich jetzt. Weißt du, ich werde den Artikel schon irgendwie alleine schreiben. Kein Problem, vergiss es. Hören Sie, was Sie davon gesagt haben, könnten Sie das wirklich für mich tun? Ja, sicher. Aber wollen Sie wirklich wissen, an welcher Stelle Eva auf der Warteliste steht? Ja, ich dachte irgendwie, dass sie bald rankommt, aber Sie meinen ja, dass... Es warten über 10.000 Leute auf eine neue Niere. Es könnte wirklich sein, dass Evas Chancen schlecht stehen. Und wie kommen Sie an die Infos ran? Nicht ganz legal. Über die Zentraldatei der Organbank. Ich kenne zufällig das Passwort. Sie hacken sich rein. Genau. Alles, was ich dazu brauche, ist ein Telefonanschluss für mein Laptop. Dann gehen Sie doch über in die WG. Charlotte müsste da sein. Fritz? Ja? Charlotte ist nicht da. Nein? Okay, dann... Nehmen Sie doch meinen Schlüssel und lassen Sie sich selbst rein, okay? Okay. Fritz, ich müsste dann auch nachher noch mal mit dir reden. Ja, ja, ja. Ich sag Ihnen dann Bescheid, wenn ich was weiß. Danke. Das ist ja wohl das Mindeste. Eva hat wirklich Glück, einen Freund für Sie zu haben. Ach, Quatsch. Ich will einfach nur, dass es ihr besser geht. Die Idee mit dem Konzert ist wirklich klasse. Sie wird sich bestimmt riesig freuen. Und ich freue mich auf Evas Gesicht, wenn ihre Lieblingsband hier im Hof auftritt. Aber das kostet doch sicher eine Kleinigkeit. Ist doch egal, was ist schon Geld gegen ein Lächeln von Eva? Das ist auch wieder wahr. Und ihre Eltern können sich's ja leisten. Was? Ja, aber... Tut mir leid, ich habe zufällig mitgehört, wie Sie mit Ihrer Freundin geredet haben. Dieser Sängerin von den... Wie ist nochmal die Band? Funky Diamonds. Könnten Sie das bitte für sich behalten? Ich meine das mit meinen Eltern. Ehrensache. Ja. Na? Wie weit bist du? Noch nicht so weit, ehrlich gesagt. Konntest du was mit meinen Unterlagen anfangen? Ja, das war wunderbar, danke. Wie hast du das gesehen? Ziemlich interessanter Fall. Zeig mir mal. Oh mein Gott, heute geht echt alles schief. Hey. Der Artikel stresst dich ziemlich, was? Ja, nicht nur das. Ärger? Ach, Lukas hat mich wieder hängen lassen. Der wollte mir Material besorgen und hat es irgendwie vergessen. Ja, das kann doch mal passieren. Aber nicht dauernd. Denk nur noch an seinen Fall Sanders. Wenn ich mal was brauche, dann... Naja.
Ich hätte diesen Merkel selber anrufen sollen. Der arbeitet irgendwie an einer ähnlichen Sache. Holger Merkel? Mhm. Den kenne ich doch auch von der Uni. Prima, Bruno, aber ich muss jetzt wirklich weitermachen. Ja, ja, klar, du. Ich schau später noch mal rein, ne? Hm. Danke. Und schon was gefunden? Naja, wo ist eigentlich Hermsdorf? Oh, JWD. Ganz weit raus. So. Ach Mist, am liebsten wäre mir was hier in der Nähe. Schon wegen der Fahrerei. Ja, ist ja auch der schönste Kiez Berlins. Sag mal, das ist doch hier um die Ecke, oder? Stimmt, ja. Oh, ist eine schöne Straße. Und 850 Mark für zwei Zimmer ist okay. Na gut, 850 kalt. Aber ich habe gleich einen Termin mit dem Vermieter. Viel Glück. Ja, danke. Ich hoffe nur, der Typ hat nichts gegen alleinstehende Aerobic-Trainer. Ach, wird schon. Ich höre mich auch hier im Café um. Das wäre klasse. Na klar. Du wolltest mir noch was sagen. Ja. Fritz, Charlotte ist gefahren. Nein. Wieso das denn? Warum hat sie mir nichts gesagt? Hi Eva, wie geht's dir denn? Oh, miserabel. Fritz will mir einfach nicht sagen, was die hier machen. Lauter Halbverrückte. Vorsicht! Wissen Sie, was hier los ist? Top Secret, wohl eine Überraschung. Aber könntet ihr mir sagen, wo ich hier Strom finde? Der Typ in der Werkstatt hätte mir von beinahe den Kopf abgerissen. Ey. Na ja, frag doch mal einen Pinguin. Okay, danke. Fritz, was ist denn hier los? Was? Eine Überraschung. Charlotte ist ausgezogen. Was? Jetzt schon? Oh nein. Wieso denn ausgezogen? Wo ist die denn hin? Keine Ahnung. Wie? Sie ist einfach so weg? Ja, scheint so. Ja, weswegen denn? Das weiß keiner so genau. Das ist ja komisch. Was hast du denn? Nichts. Fritz hat gesagt, dieses neue Medikament schlägt bei dir an. Ja, mir geht's schon viel besser. Ja, durch diese neue Testreihe hat Eva echt eine Chance. Jetzt brauche ich nur noch eine Spenderniere. Bestimmt bald. Ach genau. Es wird alles wieder gut. Du wirst schon sehen. Herzlichen Glückwunsch. Das ging ja flott mit der Niederlassung. Ja, danke, Holger. Aber der Krankenhausbetrieb war wirklich nichts für mich, du. Aber weshalb ich anrufe? Du sitzt doch gerade an einer Forschungsreihe über Risikoschwangerschaften, ne? Das hat sich ja schnell rumgesprochen. Kennst mich doch, ich bin immer bestens informiert. Stimmt. Aber dein Kollege Lukas auch, der wollte was zum Thema Gebärfähigkeit bei Querschnittslähmung. Ah, hat Lukas schon angerufen. Wir schreiben den Artikel zusammen. Hast du ihm schon was geschickt? Nee, ich war gerade dabei. Kannst du es mir mailen? Lukas ist gerade nicht da, dann kann ich weitermachen. Kein Problem. Du sagst dann Lukas Bescheid? Ja, logisch. Ich schreib's mir zur Sicherheit noch auf, ja? Sag mal, bist du noch mit der kleinen Blonden zusammen? Und im Grand Canyon haben wir einen Adler gesehen. Die sind total selten da. Ach, es ist so schön da drin. Ihre Landschaft, die Leute. Warst du schon mal da? In den USA? Nee, leider nicht. Kannst du mir irgendwann mal was zeigen? Ja, das wäre cool. Ich muss leider jetzt los. Ich habe noch einen Termin und ich muss mich noch umziehen jetzt. Ja, tschüss dann. Ciao. Tschüss. Oh ja. Ja. Hey, aufwachen. Oder gibt's da oben was Besonderes? Ed, ich habe ihn zufällig getroffen und wir haben uns total super unterhalten. Du meinst, du hast ihn unterhalten? Er ist ja fast geflüchtet. Nein, echt? Meinst du, ich habe ihn gelangweilt? Tja, weiß nicht. Aber so wie du ihn anschmachtest, kannst du ja gleich ein T-Shirt tragen. I love Ed. Merkt man das? Kaum. Mist. Und ich wollte mich doch diesmal ein bisschen zusammenreißen. Aber er ist so, so süß und so sexy. Findest du nicht? Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Okay, okay. Ich versuche mich zu kontrollieren. Mhm. Versprochen. Da bin ich ja mal gespannt. Komm, Fritz, lass uns wieder rausgehen. Das Wetter ist so toll.
Mann, und ich will jetzt wissen, was da los ist. Du bleibst schön sitzen, okay? Mann, Fritz! Oder gehört das vielleicht zu meiner Überraschung? Quatsch. Was hast du denn? Nichts. Moment. Hi, ich bin Rob Green. Ja, hi. Rob Green? Ja. Na, dich kenne ich doch. Du bist doch bei Berlin TV? Auch, aber eigentlich bei Radio Energy, weißt du? Radio ist viel, viel cooler. Sag mal, kennst du die Funky Diamonds? Ja, klar. Das ist meine Lieblingsband. Hier, das ist ihr Song. Fritz, was ist denn hier los? Lass dich überraschen, schnell gar nichts geschehen. The Fritz Party Service and Radio Energy proudly presents the Funky Diamonds! I know that you want me, cause I can read your mind, yeah. Show me all you've got, boy, true love is hard to find. I know that you want me, but nothing is for free. So if you wanna spend the night, you got to be real. Und nicht die letzte. Ich verspreche dir, das Medikament hilft. Und dann wirst du wieder vollkommen gesund. Meinst du? Und wenn es keinen Spender gibt? Ach doch, du musst nur fest daran glauben. Okay. Ich liebe dich. Lass mich nie mehr los. Siebenundzwanzig. 3720. Hallo, Schatz. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Kann ich dir jemanden vorstellen? Herr Engelke, unser neuer Vermieter. Vielleicht. Sibylle Bär, meine Verlobte. Sehr erfreut. Hallo. Herr Engelke vermietet diese wunderschöne Wohnung um die Ecke, du weißt doch. Ja, natürlich. Wann möchten Sie denn heiraten? So schnell wie möglich. Schön, ich mag klare Verhältnisse. Sagen Sie, könnten wir uns woanders weiter unterhalten? Okay. Es ist ja hier nicht zum Aushalten. Natürlich. Billy, Schatz, können wir nicht zu Vater hochgehen? Was? Vater? Ach so, ja. Ja. Hi! Wir präsentieren heute exklusiv für Eva the special concert of the Funky Diamonds mit dem neuen Song It's My Game. Eva, komm auf die Bühne. Na los, das ist dein Konzert. Los, komm, Eva. Na los. Leider keine guten Nachrichten, Schatz. Ist das die Liste? Ja. Eva Sanner steht auf Platz 3720. Tut mir echt leid, Fritz. Das hält sie aber nicht durch. Sie wird sterben!
Holgers Daten, wo hast du die denn her? Beziehung. Oh. Vielen Dank, Bruno. Ach was, unter Kollegen. Also wenn ich mich jetzt beeile, kann ich das Wichtigste noch mit reinnehmen. Schön. Lässt du mich noch mal einen Blick drauf werfen, bevor du es abgibst? Ja, klar. Bin wirklich gespannt. Erwarte nicht zu viel. Mach's das schon. Bruno, wirklich. Also vielen Dank. Ich weiß das zu schätzen. Schon okay. Fang jetzt lieber an. Wollen Sie Kinder? Ja, zwei. Ein Jungen und ein Mädchen. Ich bin ein Kindernarr. Gut, dann können wir die Wohnung haben. Ein paar Fragen hätte ich noch. Klar, schießen Sie los. Sind Sie vorbestraft? Was? Nein, nicht, dass ich wüsste. Nehmen Sie Drogen? Nein. Gut. Laute Feste? Nein. Nein. Haustiere sind in der Wohnung verboten. Kein Garten, Sie verstehen. Schon gut. Unsere Gabi braucht ja sowieso keinen Auslauf. Gabi? Ja. Wir lassen sie nur selten aus dem Terrarium. Sie kriecht nur so ein bisschen in der Wohnung rum. Nein, sowas kommt mir nicht ins Haus. Tja, dann musst du dich wohl von ihr trennen. Na gut, aber Natascha und Yvonne... Noch mehr Schlangen? Nein, das sind nur meine Freundinnen. Ich hab dir doch gesagt, dass ich sie in der neuen Wohnung nicht mehr sehen will. Entschuldigung, sie ist so eifersüchtig. Dabei machst du doch die ganze Zeit mit Michael rum. Hören Sie, klären Sie das erstmal. Und bis dahin... ist die Wohnung bestimmt schon vergeben. Wiedersehen. Gabi. Natascha und Yvonne. Und Michael. Oh Gott. Naja, die Wohnung wäre ohnehin zu klein gewesen. Special Guest Eva.
Jetzt hast du mich gesehen. Ich habe mitgesungen. Mein Lieblingssong mit meiner Lieblingsband. Das werde ich nie vergessen. Danke, danke. Schon gut. Und, wie waren wir? Super, super. Du warst auch super. Das war echt geil, Kira. Dankeschön. Nicht zu danken. Jederzeit melde ich einfach. Okay. Ciao. Ciao. Das war einfach irre. Das war irre anstrengend. Geh in die WG und ruh dich aus, okay? Okay. Ich komm gleich nach. Ich warte nur, bis alles abgeräumt ist. Beeil dich, ja? Mach ich. Ich liebe dich. Ich auch. Hey, Fritz, das war wahnsinnig. Du bist live im Radio. Erzähl mal, warum und für wen du das getan hast. Das habe ich für meine Freundin Eva getan. Und was meinst du, soll ich diesen Aspekt noch mit reinnehmen oder nicht? Naja, ich denke schon. Heike, tut mir leid, es ist immer noch nichts angekommen. Es hat sich schon erledigt. Bruno hat mir die Unterlagen besorgt. Wie kommst du denn dazu? E-Mail. Ja, und warum sagt mir keiner, was ich meine? Ich warte die ganze Zeit. Wollte ich ja, aber Heike brauchte die Sachen dringend. Hab ich's vergessen, sorry. Klar, vergessen. Glaubst du selbst nicht, oder? Lukas, was soll denn das? Merkst du nicht, was hier läuft? Du erzählst ihm brühwarm, dass ich dir die Unterlagen nicht besorgt habe und er ruft gleich Holger an. Ja nun, Bruno hilft mir eben, im Gegensatz zu dir. Ach, darum geht's. Du willst mir eins auswischen, oder was? Oh, Lukas, jetzt mach dich doch bitte nicht lächerlich. Hey, Entschuldigung, ich wollte helfen, okay? Und dich dabei mal ganz kurz zwischen Heike und mich drängen, okay? Also jetzt reicht's. Ich muss das jetzt hier fertig schreiben. Raus, beide. Das wird dir noch leid tun. Ich wollte dir wirklich helfen, aber der Typ, der war ja so daneben. Stimmt. Nur gut, dass er keine Schlangen mag. Naja, ich muss jetzt los. Schon? Ja. Schade. Willst du nicht noch irgendwas trinken? Andermal. Jetzt, wo wir verlobt sind. Stimmt. Okay. Willst du mir keinen Kuss geben als deine zukünftige? Klar. Tschüss. Ich konnte Eva einfach nicht sagen, dass sie keine Chance auf eine Niere hat. Sie war so glücklich. Ich würde ihr so gerne helfen. Das wollen Sie wirklich? Ja, natürlich, ich würde alles für Eva tun. Sie lieben sie sehr, oder? Ja. Und sie haben Geld. Ja, was nützt mir das? Eine Menge. Mit den richtigen Beziehungen. Und die habe ich. Und sie haben die Mittel. Und was heißt das? Na, was sagen Sie schon? Es ist nicht ganz billig, aber wenn Sie zahlen, besorge ich Eva eine Nähe.